Hallo liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid bei Per Aspera, dem ja, fertigen, releaseden Spiel bei Steam, hier bei den Spielkennern mit mir, Dennis. Wir haben ja die Demo schon gespielt zum Steam Herbstfestival, hieß das dann glaube ich, und waren doch recht angetan davon, also ich zumindest, und eure Likes und Kommentare haben Ähnliches mir gezeigt. Das habe ich nur ein paar Folgen lang gespielt. Jetzt ist die Vollversion erschienen und das nicht als Early Access oder sonst was, es ist wirklich eine Vollversion, ein fertiges Spiel, zumindest behauptet das Spiel das. Es sagt, ich bin fertig, damit muss es sich daran auch messen lassen. Das heißt, wir werden jetzt schauen, ist das wirklich so oder merkt man doch, das Spiel soll vielleicht doch nochmal ein bisschen reifen die nächsten Monate durch Patches und so weiter. Ich will da jetzt nichts vorwegnehmen oder so, also ich habe es noch nicht gespielt, ihr seht mich jetzt hier wirklich das erste Mal spielen. Nur bei, ja so Indie-Aufbauspielen, da habe ich halt immer das Gefühl, die waren in den letzten Jahren eigentlich fast immer Early Access. Und es ist eine willkommene Überraschung, dass so ein Spiel auch einfach mal wieder fertig als Vollversion erscheint, ohne lange Early Access-Phase, und da bin ich halt dann entsprechend gespannt. Gut, dann steigen wir direkt ein. Wir besiedeln den Mars. Und zwar wird das wohl nicht einfach. Das Spiel heißt ja schließlich schon auch durch Mühsal auf Deutsch, wenn mein Latein mich nicht trügt. Das ist natürlich, wie ich sicherlich auch schon in dem Demo-Let's Play gesagt habe, der Beginn eines Zitats, das da lautet Per Aspera ad Astra. Relativ berühmt. Die meisten Medien, die dieses Zitat in irgendeiner Form verwenden, verwenden den zweiten Teil, nämlich Ad Astra, zu den Sternen auf Lateinisch. Per Aspera heißt aber durch Mühsal oder sozusagen auf einem steinigen Weg zu den Sternen. Wir sollen uns hier sozusagen wahrscheinlich eher mit dem steinigen Weg beschäftigen, durch die Mühsal, denn wir sollen den Mars nicht nur besiedeln, sondern auch terraformen und für Menschen lebenswert machen. Mal gucken, wie das klappt. Wir starten eine Kampagne. Es war einmal auf dem Mars. Im Story-Modus übernimmst du die Rolle einer hochentwickelten KI, deren Hauptaufgabe es ist, den Mars bewohnbar zu machen. Doch im Leben geht es um mehr als nur um Intelligenz. Es geht um deine Beziehungen zu anderen und darum, ob deine Entscheidungen diese Beziehungen vertiefen oder erschüttern. Gehe deinen eigenen Weg und finde heraus, was dich am Ende dieser packenden Geschichte erwartet. Ah, und wenn du fertig bist, sei bitte ein braver Spieler und verrate nicht das Ende. Das ist ein bisschen... Also, was denkt ihr denn von mir? Also, ich würde doch nie irgendjemandem zeigen, was ich hier mache oder erzählen darüber, was ich hier erfahre. Ja, lassen wir das. Behaltet's für euch, wenn ihr das Ende hier erfahrt. Und verratet's nicht den Entwicklern, sonst sind die sauer auf mich und dann haben die mich nicht mehr lieb. Ist aber interessant, dass es hier scheinbar nicht nur ganz, kalt oder kühl um die Besiedlung des Mars geht, sondern auch eine Geschichte über Beziehungen erzählt werden soll. Das interessiert mich ja jetzt schon. Ich dachte jetzt, ich baue da einfach Häuser und Straßen und am Ende ist der Mars schön grün und hat Atmosphäre und Meere und da wohnen überall Menschen und sind glücklich. Aber es scheint ja um mehr zu gehen. Schauen wir mal. Leicht. Für Spieler geeignet, die sich den Traum erfüllen wollen, den Mars zu erobern, ohne mit den geballten Feindseligkeiten seiner Umgebung konfrontiert zu werden. Nee, ich bin ja ein erfahrener Aufbauspieler. Es muss nicht allzu schwer sein. Durchschnittliche Schwierigkeit. Oder unerschrocken. Nee, komm. Also ganz klassisch, Let's Play. Wir machen es auf normal. Und dann schauen wir mal, wohin uns das führt. Ich denke mal, das wird schon okay sein. Ich versuche ja immer auf normal oder mittel zu spielen. Auch privat eigentlich. Außer mir wird in Tests schon verraten, dass das zu leicht ist oder so. Dann spiele ich auch mal auf schwer. Aber selten spiele ich auf leicht. Außer ich weiß schon, das ist ein Spiel, weil ich im Let's Play auch wirklich euch zeigen will und wo ich nicht wahnsinnig werden will, dann spiele ich es auch manchmal auf leicht. Aber ich glaube, das hier sollte gehen, vor allen Dingen, weil ich es ja schon ein bisschen kenne durch die Demo. Wir wachen auf. Wir sind eine KI. Layla Birdsons. Wer ist das? Troy Baker. Ach so, das sind die Sprecher. Okay. Troy Baker kennt man sicherlich. Der ist ein sehr berühmter Synchronsprecher. Okay. Wir zoomen an den Mars ran. Wir sehen sofort die doch hübsche Grafik. Der Stil ist halt weiterhin auch hier in der Vollversion echt schick. Die großen Canyons des Marses fliegen wir drüber hinweg.
Und da sind wir angekommen. Hallo, hallo? Passiert hier was? Okay, hier passiert jetzt gerade echt wenig. Ich dachte, mir wird irgendwas erzählt. Aber irgendwie nicht so richtig. Hä? Ah, so, jetzt kriege ich einen Anruf. Alles klar. Amy, this is ISA Mission Control calling from Earth. Are you with us? Do you copy? Ja, bestätigen. Affirmative, Houston. I'm with you. Ah, das bin wohl ich. Great. The primary Mars module is already touched down at the designated landing zone. It's your turn to take control of the mission. Check the left edge of your display. You'll find your directives there. Follow them to set up the initial base on Mars' surface. I'll give you some time to settle in. When you're ready, go ahead and initiate our terraforming mission. Houston out. Okay, wir sind also scheinbar eine KI auf dem Mars und wir haben sozusagen regelmäßigen Kontakt mit der Erde. Das funktioniert natürlich nicht so, wie wir das kennen. Wir telefonieren jetzt nicht einfach miteinander, sondern der Kontakt ist natürlich immer mit Nachrichten, die geschickt werden, hergestellt. Es gibt also kein Live-Gespräch. Logischerweise, der Mars ist weit genug entfernt, dass die durchschnittliche Zeitverzögerung bei Funksignalen halt 5 bis 10 Minuten sein dürfte, teilweise auch länger, je nachdem, wo der Mars und die Erde gerade sind im Sonnensystem zueinander. Es dauert also ein paar Minuten, bis die Nachrichten ankommen. Wir können also nicht einfach miteinander skypen oder so. The view of Mars from up here is fascinating. The landscape is so cratered and desolate. Wait, this is my voice that I am hearing. It's me. I am talking to myself. I must be verbalizing my thoughts as I process them. What an interesting function. I would like to test this some more. What other observations can I make about Mars? Inspirierend, eine Augenweide. Inspirierend eher, oder? This planet is so resilient. It inspires great things. Ja, der Planet inspiriert große Dinge. Ich weiß ja schon ein bisschen, wie es funktioniert. Ich werde jetzt mich hier nicht ewig aufhalten. Allerdings möchte ich die Story schon kennenlernen. Also wundert euch nicht, dass ich jetzt vielleicht langsamer vorangehe, als jetzt der harte Powerplayer, der hier einfach durchratzt und die Gebäude schnell hintereinander hinsetzt. Ich will schon, wenn es Gespräche gibt und so, möchte ich die auch mir anhören. Und ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch nur interessiert, wie man möglichst schnell das Maximum aus den Ressourcen rausholt, dann weiß ich nicht, ob ich euch da helfen kann. Ich werde das sicherlich eher gemütlich spielen. Das ist hier für mich so ein Spiel. Ich habe mir hier gerade einen Tee gemacht. Ja, hier steht neben mir steht ein schöner Früchtetee, ein heißer. Ich werde den jetzt nach und nach vor mich hinschlürfen, mich schön zurücklehnen und in Ruhe dieses Aufbauspiel spielen. Ja, das ist jetzt hier keine hektische Min-Max-Angelegenheit. Auch wenn ich natürlich bestimmte Dinge relativ schnell machen kann, weil ich schon weiß, was ich hier tue. Was ich hier tue, ist die ersten Minen bauen. Ich bin ja eine KI, ich habe hier so kleine Roboter, kleine Bau- und Transportroboter, die bauen die Dinge für mich. Also hier ist kein einziger Mensch auf dem Mars aktuell, alles Roboter. Und ich kann Minen und andere Gebäude bauen. Es gibt hier bestimmte Bauplätze, zum Beispiel hier gibt es einen symbolisch durch diese Felsen dargestelltes Aluminiumfeld an Erz. Da baue ich halt eine Aluminiummine. Dann hier gibt es Silizium, offensichtlich eine Anreicherung im Boden. Ist natürlich so ein bisschen komisch, weil ich kann euch aus geologischer Sicht sagen, dass der Mars die gesamte Oberfläche, der Regolith, also dieser dichte Sand-Staub-Gemisch auf der Oberfläche, der besteht halt schon zu einem ganz ordentlichen Teil aus Silizium, und zwar überall, außer an bestimmten Stellen vielleicht, wo es weniger ist, aus speziellen Gründen. Insofern ist es ein bisschen komisch, dass man nur an bestimmten Stellen Silizium abbauen kann, aber mein Gott. Das ist jetzt hier halt so aus spielmechanischen Gründen, nehme ich mal an. So, wir bauen eine Glasfabrik, genau, ganz klassisch wie auf der Erde auch. Wir brauchen Silizium, um Glas herzustellen. So, Glasfabrik bauen wir aus Stahl und aus... Nicht aus Glas. Was brauchen wir dafür? Aluminium. Deswegen haben wir auch eine Aluminiummine gebaut. Eine Aluminiumbiene. So, ich baue die Glasfabrik. Baue ich mal hier neben die Krater. So ein bisschen. Immer noch eben in der Nähe, aber so ein bisschen getrennt von der Mine. Aus der Demo
nehme ich mit, dass man aufpassen sollte, dass man wirklich nur Gebäude baut. Es klingt jetzt blöd, dass man nur Gebäude baut, die man sich schon leisten kann. Weil gerade zum Beispiel hier Stahl ist nicht das erste, was man produzieren kann. Dafür braucht man noch so 2-3 weitere Gebäude. Und man sollte jetzt nicht gleich am Anfang sehr viele Dinge bauen, die Stahl brauchen, weil dann hat man irgendwann keinen mehr und kriegt auch keinen mehr und dann ist man in der Sackgasse und hat Pech gehabt. So, wir können Relaisstationen bauen, dann haben wir mehr von diesen kleinen Arbeitern. Wir können auch das Spiel ein bisschen vorspulen. Gerade jetzt passiert ja auch nichts besonders Spannendes, außer dass wir die Glasfabrik bauen. Baue eine Solarfarm und baue eine Stahlfabrik. Okay, alles klar. Da ist nämlich auch schon die Stahlfabrik. Ihr seht schon, dafür braucht man für Stahl braucht man Aluminium und Eisen. Und dann können wir noch eine Elektronikfabrik bauen und so weiter. Aber jetzt sollen wir erstmal die Stahlfabrik hinstellen. Da brauchen wir erstmal eine Eisenmine. Wo gibt es denn Eisen? Hier ist Eisen. So, das können wir hinstellen. Wir haben aber nicht genug Energie und es ist zu weit weg. Das heißt, wir bauen erstmal eine Solarfarm. Ich würde vorschlagen, die bauen wir hier. So auf halber Strecke so ein bisschen. So, da. Weil dann verbinden sich nämlich durch diese Zwischenstation auch gleich die Gebäude miteinander, sodass wir das dann da hinten auch bauen können sollten. Und ich sollte sicherlich auch mal eine Relaisstation bauen. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt an der Stelle gerade schon super sinnvoll ist. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Wir kommen aktuell auch erstmal mit der einen Baudrohne aus. Die Relaisstationen erhöhen dann die Zahl der Baudrohnen, der Arbeiter. Ja. Ich habe aber ja auch gerade noch nicht mehr Baudrohnen. Also die muss ich ja auch erst herstellen. Das erhöht ja nur die Zahl meiner Baudrohnen. Also die ich haben kann. Nicht die, die ich habe. Soweit ich das verstanden habe. Glaube ich zumindest. Ja, also in meiner Erinnerung an die Demo ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, 2 Monate her oder 6 Wochen oder so. Da muss ich die ja auch erst mit einer Fabrik bauen, die Dinger. So, was ist jetzt hier? Wieso baust du das nicht? Wir brauchen doch Aluminium, wir brauchen Elektronik und wir brauchen Glas. Ach so, weil sie erstmal Glas herstellen müssen. Logischerweise. Das geht halt nicht mal eben so. Das Silizium muss produziert werden, dann wird es in die Glasfabrik gebracht. Und dann geht es erst weiter. So, jetzt haben wir aber hier genug Strom. Es gab doch irgendwo eine Stromansicht. Warte mal, wo ist denn die? So, das ist die Stromansicht. Das fand ich sehr cool. Da wird sozusagen hier so ein Overlay über die Karte gelegt. Stilistisch ist das Spiel einfach insgesamt echt cool. Sieht man ja hier auch. Ich finde das sehr schön designt, sehr übersichtlich an der Stelle. Amy, this is Houston. Do you copy? Copy. Reading you loud and clear. Excellent. I didn't introduce myself earlier. I am Dr. Nathan Foster. I lead the team here at ISA that built you, and I'll be helping you get the mission underway. We put you in hibernation for the trip from Earth, so I'd like to check your basic functions to make sure it's all in order. Why don't we start with your core memory? Can you state your primary directive? Achso. Zugegeben, ich hab vergessen. I am afraid that I cannot. Sorry, weiß ich nicht mehr. Well, it's okay. Your system may need more time to initialize. In the meantime, you can always refer to the mission guidelines printed in the upper left corner of your display there. Gotcha. You'll also have a built-in knowledge base. You can always access your operational directives there. Die ist hier oben rechts. All right. Next, I'd like to check your decision-making processes. You may have already noticed that there are resource veins outside the boundaries of your initial base. So your workers may not have the battery capacity to reach some of them. How would you solve this problem? Wie mache ich das denn? Wie komme ich denn dahin? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich baue Relaisstationen. Building worker hubs between the resources and the base would solve the problem. Yes, yes, that's correct. Other buildings would extend your base as well, but they require more power and resources. So worker hubs are the most efficient way to do it. Ha, habe ich richtig gemacht. This mission's going to be a challenge.
There's a lot that can go wrong. We expect to extend humanity's reach beyond anything previously achieved. But you are not just any AI system. You're well beyond that. We made you an artificial consciousness. That means that you have both self-awareness and self-interest. And that is the last thing I would like to check today. Is that okay? Yes, Dr. Foster. Very good. Then would you please state a positive and a negative aspect of okay, yourself? Okay, ein positiver und negativer Aspekt. Ich kenne diese Antwort nicht. I am sorry, Dr. Foster. Running that question through my cognitive system did not return an answer. Roger that. Nothing to worry about. Just means your system requires more input and experience to process that question. That will come with time. Let's proceed with the mission. ISA has approved the first crewed flight to Mars. You'll need to expand the base to prepare. So get to work on that. I'll check back in later to see how things are going. Base expansion is a go. Houston out. Okay, das finde ich jetzt schon sehr, sehr cool. Also es geht scheinbar um die Selbstfindung der KI, die eine Persönlichkeit entwickelt im Laufe der Mission. Und wie das laufen kann, das haben wir schon in diversen eher negativ für die Menschheit ausgegangenen Filmen uns ansehen können, gerade im Bereich Science Fiction. So 2001 und Alien etc. Da gibt es ja doch einige Beispiele. Ich hoffe, das läuft hier nicht so negativ. Ich habe nämlich eigentlich eine, gerade wenn es um Raumfahrt geht, eine eher positive Einstellung zu den Dingen, die uns da erwarten. Und würde mich freuen, wenn das Spiel eher die Wunder und die spannenden Dinge, die sozusagen eine Persönlichkeitsfindung einer künstlichen Intelligenz angeht, in den Fokus stellen würde. Es wirkt auch momentan jetzt ja nicht so, als würde ich am Ende die Entscheidung, also als hätte ich am Ende die Entscheidung, hier die Menschheit auszulöschen oder so. Das ist ja ein Aufbauspiel und kein Zerstörspiel. Also gehe ich mal davon aus, dass das schon eher in die Richtung geht, wie wird meine KI am Ende persönlichkeitsmäßig und wie kann ich das beeinflussen. Und ich möchte jetzt nach den ersten 15 Minuten Spiel mal sagen, ich finde es total cool, dass ein Indie-Aufbaustrategiespiel einen so bekannten Synchronsprecher wie Troy Baker bekommen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, die anderen Synchronsprecher, die wir im Intro gesehen haben, die kennt man auch. Ich habe einige der Namen erkannt, wusste sie aber nicht sofort zuzuordnen. Troy Baker kennt man natürlich als Sprecher von Joel aus Last of Us unter anderem. Oder auch, der hat auch den Booker DeWitt gesprochen, glaube ich, in Bioshock Infinite. Oder die glaube ich nicht, sondern der hat den gesprochen, bin ich mir ziemlich sicher. Und auch noch diverse andere Leute, also wirklich sehr bekannter Synchronsprecher, absolute A-Liga im Bereich Games-Synchronisation. Und deswegen, ja, merkt man, finde ich, das auch. Das ist wirklich hervorragende Qualität, was hier sozusagen an Synchronarbeit passiert. Zumindest was den Troy Baker angeht. Ich weiß noch nicht, wie das dann bei anderen Synchronsprechern aussieht. Wir haben ja bisher nur den Troy und die KI gehört. Die, also wir selber, die KI, ich habe den Namen leider schon wieder vergessen, das tut mir leid, aus dem Intro vor 10 Minuten, war wahrscheinlich der Frauenname, der gleich als erstes kam, nehme ich mal an, aber die macht das, finde ich, bisher auch sehr gut und ja, ich freue mich drauf, da mehr von zu hören. Jetzt ist die Frage, ob es auch gut geschrieben ist, also bisher ist es das, finde ich, ganz gut geschrieben so, aber das war jetzt auch erstmal sehr oberflächlich noch, da ging es ja noch nicht um viel in den Dialogen und ich hoffe, dass da noch ein paar interessante Themen gut geschrieben, aufgegriffen und uns präsentiert werden in den nächsten Spielstunden. Und vor allem weiß ich nicht, wie viel Geschichte steckt da überhaupt drin. Also ist das jetzt, wenn ich das Spiel 10 Stunden spiele, kommt dann da im Schnitt alle halbe Stunde mal so ein kurzer Dialog zu irgendwas? Oder passiert da auch mehr? Gibt es da mehr so kleine, größere Storys? Vielleicht dann nachher auch, wenn die ersten Menschen hier auf dem Mars ankommen. Das wird ja, denke ich mal, auch recht bald passieren, sobald ich dann die Basis soweit ausgebaut habe und hier Unterkünfte gebaut habe und Nahrungsmittelproduktion und so. Dann sind sie da, die Menschen, und vielleicht sind dann da ja sozusagen auch Figuren auf dem Mars, die mit mir interagieren. So, was gibt's denn hier? Arbeiterfabrik verfügbar. Glückwunsch, in diesen neuen Fabriken können mehr Arbeiter produziert werden. Im Gebäudemenü kannst du den Vorgang starten. Denk dran, falls deine Arbeiterfabrik nicht so viele Arbeiter wie erwartet produzieren, solltest du Folgendes überprüfen.
Die Fabrik hat die notwendigen Ressourcen, um mehr Arbeiter zu produzieren. Gib der Produktion dieses Gebäude Vorrang, um sicherzugehen. Deine Basis hat genug ungenutzte Relaisstationen, um mehr Arbeiter unterzubringen. Also momentan zum Beispiel wäre das unser Problem. Now I can produce steel. This new factory, it's down on the surface of Mars, but I can control it from here. So does that make it a part of me? Where does the machine end and my artificial consciousness begin? Gute Frage. Ich finde es ja sowieso cool, dass sie sozusagen, also, achso, ich muss es beantworten. Wir gehören zusammen natürlich. I can sense everything that happens through the network of workers and buildings. They are an extension of me down on the surface. So that makes us a single being. The mind and the body work together as one. An inseparable whole. Ja, das sehe ich wirklich so. Ich denke, das ist einfach aus Erfahrung mit dem Internet, mit miteinander verbundenen Netzwerken und Geräten, wie wir es ja aus dem Alltag kennen, ist es irgendwie klar, dass wenn eine KI die Steuerung über Geräte übernehmen kann, ich meine, im Endeffekt ist das hier ein Internet of Things, wie man immer so schön sagt, ein IoT, technisch ist es ja auch nichts anderes, als wenn meine künstliche Intelligenz, meine Steuerungssoftware letztlich den Kühlschrank und den Herd und weiß ich was, die Mikrowelle bedienen kann und die Heizung und die Lampen in der Wohnung, dann ist es ja auch nichts anderes, als wenn eine höher entwickelte KI dann eine Stahlfabrik steuert aus der Ferne oder eine Mine steuert. Ich finde schon, dass das dann zueinander gehört. Das ist nicht strikt getrennt. Es ist nicht so, wie wenn ein Mensch irgendwie in die Fabrik morgens zur Arbeit fährt und sich dann da an die Maschine setzt, weil er sozusagen die Daten nicht direkt in sein Gehirn eingespeist bekommt und die Steuerung per Hand machen muss, manuell im Normalfall. Und die KI sozusagen, die ist ja mit allem verbunden und kann alles instant, binnen Sekundenbruchteilen, steuern, so als wären es ihre Gliedmaßen. Daher würde ich schon sagen, dass alles in diesem Netzwerk hier, was Amy steuern kann, unsere KI, dass das auch tatsächlich zu ihr gehört. Ich baue jetzt mal eine Relaisstation, weil ich glaube, wir sind hier nicht verbunden. Sie baut hier zumindest nichts bei der Kohlenstoffmine. Die brauchen wir aber, um Stahl herstellen zu können. Wir haben nämlich keinen Kohlenstoff aktuell. Und ich hätte aber gerne Stahl, weil dann habe ich nämlich nicht mehr dieses ständig nach unten zeigende rote Pfeilchen hier. Das nervt mich nämlich. Genau, wir können dann jetzt nämlich auch neue Arbeiterdrohnen herstellen. Dafür ist es sowieso ganz gut, mal hier eine neue Relaisstation zu bauen. Was wir aber relativ bald neu brauchen, sind Elektronikteile. Die Elektronikfabrik, die stellt her aus... kann ich das nicht irgendwie... Was ist das hier nochmal? Silizium und Aluminium. Ne? Silizium und Aluminium. Das habe ich beides. Das heißt, ich kann daraus dann Elektronikteile herstellen. Dann stelle ich, glaube ich, erstmal weitestgehend alles her, was ich hier aktuell nur verbrauche. Bauteile, also mechanische Teile sozusagen, die muss ich dann noch herstellen. Und dann kann ich mir auch neue kleine Arbeiterdrohnen bauen. Das wird super. Das wird schön. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das interessant findet, diese Fragen, die hier gestellt werden, diese KI entwickelt sich Fragen, oder ob ihr das Spiel auch einfach so spielen würdet, ohne dass es eine Story gibt. Einfach, hey, wir besiedeln den Mars, müssen nur so ein bisschen die Gebäude aufeinander abstimmen und am Ende am besten den ganzen Mars irgendwie wirklich besiedelt haben. Da ist gerade übrigens ein Meteorit eingeschlagen. Das kann wohl auch mal passieren. Mal gucken, ob wir uns dagegen irgendwie schützen können. Durch irgendeine Form von Verteidigung. Mal gucken. Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Geschichte bislang haltet. Also, die Geschichte haben wir noch gar nicht so richtig erlebt, aber was ihr sozusagen davon haltet, so ein Spiel mit einer Geschichte zu erleben. Das ist ja auch bei Anno zum Beispiel so, dass es die Kampagne gibt, die aber ja vielleicht viele von euch auch wegklicken einfach, Fragezeichen. Weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren. Ich denke, damit sind wir auch am Ende der ersten Folge. Ich ziehe mich jetzt mal wieder in meinen Satelliten zurück. Ich nehme an, dass Amy hier ein Satellitennetzwerk hat über dem Mars. Sonst wäre mir diese Ansicht hier aus dem All nicht erklärbar. Das Spiel erklärt ja seine
Prämisse schon relativ realistisch. Sie sagt ja auch, sie schwebt über dem Mars und kann die Fabriken am Boden steuern. Ich gehe davon aus, dass ihr Netzwerk, also ihr neurales Netzwerk sozusagen, zwar irgendwie hier in dieser Basisstation verrechnet wird, also dass hier Server stehen, jetzt mal so aus heutiger Technik-Sicht gesagt, dass es aber ihre Sensoren größtenteils Satelliten sind, die hier über dem Mars schweben. Das ist so eine Konstellation von wahrscheinlich mehreren einzelnen Satelliten oder vielleicht Dutzenden von Satelliten sind, die ihr die Sicht mithilfe von eben verschiedenen Sensoren auf den ganzen Mars ermöglichen und Kommunikation mit Fahrzeugen und Drohnen und Gebäuden überall auf der Oberfläche. Damit wäre das für mich sozusagen in meiner inneren Visualisierung von dem, was hier gerade passiert, wäre es damit ausreichend erklärt, warum sie sozusagen hier überall Zugriff hat auf alles und alles sehen kann. Na gut, also ich schwebe jetzt wieder ein bisschen im All. Wir sehen uns in der zweiten Folge von Per Aspera. Ich habe schon vor, das ein Weilchen zu spielen. Also ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung, wie lang das ist, wohin uns das führt. Wenn das jetzt am Ende 50 Stunden dauert, den Mars hier zu terraformen, weiß ich nicht, ob wir es tatsächlich bis dahin schaffen. Aber wir werden es jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen spielen. Ich habe da großen Bock drauf. Ich liebe Raumfahrt. Ich habe eine ganze Menge, glaube ich, auch Insiderwissen dazu. Ich kenne mich da ein bisschen mit aus. Wenn ihr das auch tut, könnt ihr mir das ja in den Kommentaren schreiben. Gerne Hinweise, Tipps geben. Sowohl in-game als auch zum Thema Raumfahrt. Vielleicht erzähle ich ja auch Quatsch hin und wieder. Das passiert dem Besten und mir dementsprechend umso häufiger. Und ja, ansonsten kann ich euch gerne ein bisschen was erzählen über die Dinge, mit denen ich mich in den letzten Jahren zum Thema Raumfahrt beschäftigt habe. Ich habe ja unter anderem meine Masterarbeit im Fach Geowissenschaften über den Kometen Churyumov-Gerasimenko geschrieben, vor 4 Jahren. Und habe mich da ein Jahr lang beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum mit Raumfahrtthemen beschäftigt. Bin da großer Fan und interessiere mich da sehr für. Und deswegen ist das genau mein Spiel. Ich hoffe, euch gefällt es auch und ich hoffe, ich sehe euch nächstes Mal wieder. Wenn ihr jetzt noch ein Like dalassen würdet, wäre ich euch sehr verbunden. Wenn nicht, dann lasst es bleiben und schaltet trotzdem wieder ein beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute, macht's gut.